Thomas Mandl. Antreiber. Kämpferherz. Ich glaube fest daran, dass man nach oben bleibt. Wie man jetzt sieht, ist das Feuer wieder da. Kirchschlag bei Linz. Absolute Abgeschiedenheit auf über 1000 Metern Höhe. Keine Spur von Abstiegskampf. So soll es sein. Hier wohnt Thomas Mandl. Ich brauche keine Stadt. Ich war bei der Austria, bei der Admira gespielt, jeden Tag nach Hause gefahren. Also ich brauche das nicht, ich will das nicht, ich will meine Ruhe haben. Denn Unruhe gibt's beim LASK genug. Schon 3 Trainer erlebt Thomas Mandl bislang in dieser Saison. Graf Zellhofer und jetzt Schachner. Eine turbulente Saison kann ihm doch nichts anhaben. Für mich ist kein Neuland. Ich war lange Zeit bei der Wiener Austria, da war das gang und gäbe, dass wir in der Saison 3 Trainer gehabt haben. Also das ist dann nichts, für mich nichts Außergewöhnliches. Natürlich für junge Spieler, die was sie so eine Situation noch nicht gehabt haben, für die ist das sicher natürlich außergewöhnlich. Es gibt viel zu erzählen von den letzten Spielen unter Zellhofer und vom frischen Wind dank Walter Schachner. Schlechter kann es nicht mehr werden. Also wir waren ja gegen die Wiener Austria Grotten schlecht. Also es hat nicht mehr schlechter werden können. Und ich glaube, er hat dann in der kürzester Zeit wieder was reinbracht, das, was er, wie gesagt, vorher schon gefehlt hat, taktische Disziplin. Und das sieht man auch jetzt bei unseren Spielern, wie sie einfach jetzt arbeiten. Es darf wieder gelacht werden im Kreis seiner Bekannten. Der Punkt in Graz vielleicht der Beginn eines Linzer Wunders. Man hat gesehen, die Mannschaft lebt und ich glaube, wir sind am richtigen Weg. Natürlich, also die Stimmung in der Mannschaft war dann natürlich besser, weil Swiss gegen einen Top-Titelfavoriten einen Punkt auswärts, mit dem was eigentlich keiner gerechnet hat. Walter Schachner, der letzte Strohhalm im Abstiegskampf. Es hat ja auch schon bei der Admira funktioniert, erinnert sich Thomas Mandl an die gemeinsame Zeit. Wir haben 14 Spiele kein Tor gekriegt, also dann ist natürlich ein hervorragendes System und ich glaube, dass uns, wie gesagt, dass man nicht mehr helfen kann gegen einen Abstieg. Er glaubt an das Unmögliche. Wir werden schauen, was am 24. Mai rauskommt. Wenn wir dann im Linzer Stadion stehen, letztes Spiel gegen Rapid und wir haben es geschafft, dann werden wir sie alle gefreien und dann kann die Mannschaft nach Kirchschlag auffahren. Das ist viel schöner. Thomas Mandl, das Kämpferherz, der Antreiber.